Ich muss gestehen, ich habe es ein paar Mal durchgesprochen, das Wort, bevor ich dieses Video angefangen habe zu filmen, weil ich mir dachte, ich werde mich 100.000 Mal verhaspeln. Aber ich bin so stolz, dass ich das hingekriegt habe während dem Filmen, dass ich das absichtlich oft sage. Lactobacillus acidophilus. Also. Hallihallo meine Lieben, sehr schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Wie ihr ja schon bestimmt wisst inzwischen und auch für alle, die mich natürlich persönlich kennen, ich bin ein absoluter Kefir-Junkie. Kefir, das ist so ein fermentiertes Milchgetränk, für die, die es noch nicht wissen. Aber ich bin eigentlich nicht nur ein übler Fan von Kefir. Ich mag eigentlich alle möglichen so selber fermentierte Milchprodukte. Und wir haben letzte Woche schon Skyr selber gemacht. Und ich dachte mir so, warum habe ich eigentlich noch nie andere fermentierte Milchprodukte so vorgestellt auf diesem Kanal? Also dachte ich mir, heute machen wir mal Acidophilus zusammen. Acidophilus, das kennen jetzt vielleicht viele von euch nicht unbedingt, außer die, die in Österreich auch wohnen. Acidophilus gibt es in den Supermärkten immer in so einer roten, kleinen Tetra-Packung. Im Spaß, das ist in Österreich zum Beispiel, gibt es den da zu kaufen, auch bei Billa oder M-Preis. Und es schmeckt, also ich mag den Geschmack total, total gerne. Und ich dachte mir so, Zeit wird es mal hier auf diesem Kanal zu veröffentlichen. Wie das funktioniert und was es eigentlich damit ein bisschen auf sich hat mit diesem Acidophilus, was das jetzt wieder für eine neue Bakterienart ist, das verrate ich dir in diesem Video. Die Bakterienart, die in dieser roten Packung drinnen steckt, heißt Lactobacillus acidophilus und die ist auch lustigerweise von Natur aus in unserem Darm beheimatet. Lacto steht für milchbildend und Acid steht für Säure. Dieses Bakterium sitzt also in unserem Darm und kann Zucker in Milchsäure umwandeln. Ja, toll, denkst du dir jetzt, was soll ich mit dieser ganzen Milchsäure, wofür ist es überhaupt gut? Milchsäure hilft bei der Bekämpfung von unerwünschten Mikroorganismen, im Darm jetzt zum Beispiel. Außerdem produziert der Lactobacillus acidophilus auch noch ein paar andere Stoffe, wie zum Beispiel Folsäure, was nicht nur der Darmgesundheit, sondern auch unserem ganzen Körper sehr, sehr gut tut und ihn stärkt. Alles in allem verbessert der Acidophilus unsere Verdauung und hilft auch dabei, aktiv das Immunsystem zu stärken. Da dieses besondere Bakterium vor allem auch gegen Darmentzündungen hilft, wird es auch häufig Medikamenten oder anderen probiotischen Lebensmitteln hinzugefügt. Aber nicht nur im Darmbereich hilft uns unser Lactobacillus acidophilus fit zu bleiben, sondern auch in der ganzen Downtown-Area, vor allem bei uns Frauen, also im Vaginalbereich, hilft er uns, unerwünschte Krankheitserreger abzustoßen. Denn auch in unserer Scheide helfen diese Stoffwechselprodukte von dem Bakterium, also Milchsäure zusammen mit Wasserstoffperoxid, dass sich keine unerwünschten Keime ansiedeln können. Und falls sich das Thema Lactobacillus acidophilus auch so begeistert wie mich, dann habe ich für dich ein paar echt spannende Studien und einfach weiterführende Infos noch in die Infobox mit reingepackt. Da kannst du dann noch ein bisschen weiter recherchieren. Und jetzt würde ich mal sagen, genug der langen Rede. Ab geht's zu den Taten in die Küche und ihr seht gleich, wie easy peasy das ist, das wirklich daheim selber zu machen. Es lohnt sich also. Das Rezept ist wirklich denkbar einfach. Alles, was wir brauchen, ist erstmal 1 Liter Milch. Diese erwärmen wir in einem Topf, bis sie kurz vorm Kochen ist. Anschließend nehmen wir den Topf runter vom Herd und lassen es bei Raumtemperatur abkühlen auf 45 bis 40 Grad. Das dauert genau 1 Stunde 45 Minuten. Das habe ich für euch extra mit dem Timer mal getrackt. Also stellt euch einfach den Timer auf 1 Stunde 45 Minuten, damit ihr bei der gewünschten Temperatur landet. Und sobald die gewünschte Temperatur erreicht ist, geben wir in die Milch ein Beutelchen von den Lactobacillus acidophilus Starterkulturen. Die habe ich jetzt halt online gekauft. Wo genau, habe ich euch in der Infobox verlinkt. Und nein, wie immer, ich werde nicht gesponsert. Ihr könnt euch die ebenfalls dort besorgen oder alternativ im Supermarkt, falls ihr die Möglichkeit habt, dort einen Acidophilus zu kaufen, nehmt ihr einfach von einem fertigen Acidophilus ca. 2 Esslöffel. Jetzt vermischen wir einfach die Starterkulturen mit der Milch, dass sich das alles schön verteilt. Und anschließend gebe ich jetzt halt einfach die ganze Masse in eine Thermoskanne. Falls ihr einen Joghurtbereiter habt, könnt ihr den natürlich auch sehr gerne verwenden. Aber ich habe keinen und deshalb tut es auch die Thermoskanne. Also einfach da alles reingeben und für 12 bis 24 Stunden drin stehen lassen.
Am nächsten Tag dann heißt es einfach nur noch abfüllen und sich freuen, dass es alles so schön geklappt hat, wie man das im Kopf hatte, und einfach in den Kühlschrank stellen und am besten so 6 Stunden dort liegen lassen, damit das Ganze noch ein bisschen so Geschmack annimmt, bevor man es zum ersten Mal probiert. Aber theoretisch wäre es schon sofort auch essbereit, aber ich finde, es schmeckt besser, wenn es einfach noch ein bisschen im Kühlschrank war. Ja, und danach hält es euch dort auf jeden Fall locker eine Woche, aber hält wahrscheinlich sowieso nicht lange durch, weil ihr wahrscheinlich auch gleich Lust habt, reinzuhauen. Also ich wünsche euch gutes Gelingen. So, meine Lieben, das war es jetzt auch schon mit dem Video zum Lactobacillus acidophilus. Ich muss gestehen, ich habe es ein paar Mal durchgesprochen, das Wort, bevor ich dieses Video angefangen habe zu filmen, weil ich mir dachte, ich werde mich 100.000 Mal verhaspeln. Aber ich bin so stolz, dass ich das hingekriegt habe während dem Filmen, dass ich das absichtlich oft sage. Lactobacillus acidophilus. Also, wie gesagt, ihr wisst, wie man es daheim selber macht. Eine Sache will ich dazu sagen, wenn ihr wirklich diesen säuerlichen Geschmack haben wollt, wie beim Supermarkt, finde ich tatsächlich, kommt da Kefir dem Ganzen sogar noch viel, viel näher, als jetzt hat das Rezept, obwohl das mit diesen wirklichen Kulturen für Acidophilus hergestellt wurde. Aber diesen Acidophilus, ich muss sagen, ich feiere den total, jetzt so einen angenehmen, cremigen, ich kann es gar nicht beschreiben, richtig tollen Geschmack. Aber wie gesagt, wenn ihr ein bisschen säuerlicher haben wollt, dann doch den Kefir nehmen, weil der ist sogar vom Geschmack her näher dran. Ich hoffe, ihr probiert es nach. Falls ihr bis dahin euch trotzdem langweilen sollt, bis zum nächsten Video, ich verlinke euch selbstgemachtes Skyr oder Kefir, Haferjoghurt, whatever, findet ihr alles in der Infobox oder stöbert einfach mal im Kanal rum. Ich freue mich wieder von euch zu hören. Wenn ihr noch irgendwelche andere Lebensmittel oder Ideen habt für Videos, einfach wie immer gerne da lassen in den Kommentaren. Ich freue mich von euch zu hören. Dann bis übernächste Woche Dienstag. Bleibt fit und gesund. Fit die!